Guten Morgen. Leib auf Oder am Himmel, ich danke dir im Namen Jesu für diesen Tag. Ich bete dir halb ans dort, ans erste Gedanke, ans deine, ne die erzählt hast. Herr, halb, dass wir die Dollar wahrnehmen. Herr, dass wir nicht religiös sind, sondern eine Beziehung mit dir haben. Herr, halb, dass wir auf dich vertrauen, nicht auf uns selbst. Halt dort wie die Sädchen, Lot, die von uns fängen, im Namen Jesu. Amen. Kapitel 8 von Prediger, Vers 16, sagt, ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut und auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt. Und ich glaube, dort ist uns Fehler vorkommen. Alles auf der Welt verstanden. Für sich zu verstehen. Und ich glaube, das Leben ist viel einfacher als dort. Ich glaube, wir müssen uns stur abkonzentrieren, Gott zu herrschen. Wir waren niemals auf der Seite alles verstanden, aber wenn wir Gott zu herrschen, wo wir vom Weisen bewahrt blieben. Ich glaube, dort ist, was wir tun sollen. Wir waren niemals alles erforschen, dort ist er wie die Kleinte begrenzt. Aber wenn wir Gott erkennen, am Geharschen und an ihm bleiben, dann wollen wir das ewige Leben erreichen. Und wenn du danach Fragen zu beantworten sind, dann wollen wir das beantwortet kriegen. Das heißt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn ein weiser Mensch behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Also ich glaube, wenn die Mädels wurscht, wenn du nicht alles verstehst, dann ist das, wenn du die falsche Richtung gehst. Die Sache, die du nicht verstehst, die Leute sieht. Sie sieht Gott hier herrschen. Sie sieht Gott bejahen. Sieht seine Gegenwart. Sieht eine abrechte Beziehung mit Gott. Ihr herrscht an, bleib an. Sieh am Trüh. Das ist das Wichtigste im Leben. Alles, was auf dieser Welt rennt, ich habe mein Mann verstanden, nicht verstanden. Auf die andere Seite, ich habe nicht, wie wir uns fast vor, wann wir uns zu sein. Darauf konzentrieren und wir wollen uns verbessern, wenn wir zu sein und alle anderen Rastigkeiten vorstellen. Das Beste ist, unsere Augen auf Jesus zu richten und am nur zu folgen. Gehorsam. Herr, ich danke dir für dein Wort und ich bete dich halb uns. Herr, wie kommen so Volke, dass in unserem Leben, wir sind so begrenzt. Volke, wo wir gefangen von den Unrechten, weil alles begründen, weil alles erklären, bleiben die Sache zu verstehen, Herr. Herr, und was wirklich wichtig ist, dass wir die erkennen, dass wir die erkennen und dass wir die herrschen. Ich bete, dass du uns durchhalbst, im Namen Jesu Christi. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.